Nice. Easy. Okay. Der Sporn. Wir geben die zum Fuß des Sporns. Was war das? Talem, neues Mitglied des Chors, hat auf einer gefährlichen Pilgerfahrt den Sporn vermutlich den Tod gefunden. Ihr Mann sucht nach Antworten in der Hoffnung, seine Trauer zu bewältigen. Ach, das! Ich glaube, da sagt mir irgendwas. Gut, und 2 Fähigkeitspunkte kriege ich dafür, wenn ich das fertig habe. Geil. Machen wir. Sehe ich mich. So, ja, gut. 550. Nice. Möge der Boden unter deinen Schritten erblühen. Ab hier muss ich zu Fuß weiter. Ne, ich will ja. Ich wollte eigentlich das doch mitnehmen. Danke. Mein sind nur 2, aber. Auch kein Schimmer, auch keiner Scheiß nach die Misten, insofern. Ich nehme alles mit. Guti. Also, warte, ich wollte schon sagen. Okay, begib dich zum Fuß des Sporn. In der Nebenquest. Weil, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den Aufträgen? Haben wir hier? Achso, dass man sowas sammeln muss, ne? Was? 5 Vogeleier und 6 Vogelflau. Habe ich denn da schon eine Scheiße angenommen? Ich bereue jetzt. Okay. Was haben wir noch hier? Ja, ja. Mhm. Okay. Gudi? Ich glaube, so langsam kommen wir weiter in den. Wieder weiter in den Westen rein, ne? Langsam. Ja, wir sind jetzt ja auch eigentlich in einem sehr alten Gebiet. Muss man auch dazu sagen, wir sind ja jetzt eigentlich auch in einem sehr. Wie? In einem sehr alten Gebiet. Wo wir eigentlich storytechnisch sozusagen fertig sind. Offenbar haben Calais und die Suchmannschaft hier ein paar Maschinen zerstört. Da ist die zerstörte Brücke. Ich muss mich um die Maschinen kümmern, dann kann ich mich umsehen. Wie immer. Ja, überbrück mal. Ja, ja, mach mal, mach mal, mach. Graser, die Kanister auf ihrem Rücken füllen wollen. No. Aua. Hey, ja. Tolle Maschine. Hm? Super. Macht einen tollen Job. Ehrlich. Na doch, mach doch einen guten Job. Scheiße, jetzt haben wir 2. Ernsthaft? Zack. War cool aus. Thank you.
Was? Alter. Tauchmunition. Ih, du hörst dich an wie eine Wespe. Du hörst dich an wie eine Wespe. Das mag ich nicht. Machen lassen. Hoppa. Und jetzt Kalees Samentasche suchen. Ich fange bei der Brücke an. Easy. Nice. Aber guck dir mal an. Nur 2 verbraucht wieder, Leute. Geil. Also, boah, das ist cool. Das nehme ich gern mit. So cool ist das gerade. Wir kommen super voran. Und müssen wir mal gucken, was wir danach jetzt machen. Nach der Quest. Ich will den Schönsten machen. Muss ich mal gucken. Guti, was ist denn mal untersucht die Brücke? Aber was wäre bei der Quest? Wahrscheinlich vom Suchtrupp. Also. Ne, das gibt's auch. So. Ah. Laut Bree lag hier das Instrument seiner Frau. Die Suchmannschaft folgerte, dass Kalees Leiche wohl vom Fluss weggeschwemmt wurde. Aber dann wäre sie doch in dem Baum hängen geblieben. Sie ist wohl gar nicht gestürzt. Ich sollte mir den Sporn ansehen. Hat der Suchtrupp was übersehen? Ja, wahrscheinlich gehört es groß. Der Suchtrupp den Weg unter dem Steinbogen durch. Ist wohl der Weg hoch zum Sporn. Okay. Naja. Dich. Achso. Also, ich soll hier weitergehen? Trümmer. Es muss einen anderen Weg geben. Kalee und der Suchtrupp erklommen wohl stattdessen die Klippe. Ist schon länger abgebrochen. Okay, dann machen wir das auch. Dass das kein einfacher Weg werden wird. Einfach. Das hier gibt eine kräftige Farbe. Das ist schon einfach. Pfad der Utaru. Offenbar ist hier der Startpunkt des Entdeckungsritus. Okay.
Wo geht es Geröll hin? Auf dem Pfad. Sieht nach Stücken einer Brücke aus. Wie kommt die hier hin? Ist offenbar schon vor langer Zeit heruntergefallen. Ach so. Vielleicht ein Sturm. Ach hier. Ah ja, okay. Ich war eben ein bisschen verwirrt, wo die... Jetzt hier hoch? Ah, sind sie... Da hochgegangen? Hier fehlt ein Teil des Pfades. Calais ist wohl auch hinaufgeklettert. Mhm. Wenn Calais es da hochgeschafft hat, war sie eine gute Kletterin. Sie kann nicht gefallen sein. Das muss der Sporn sein. Offenbar hat Calais etwas bei diesem Steintisch da getan. Sollte ich mir mal ansehen. Also wer so gut klettern kann, der wird, glaube ich, nicht am einfachen Sturz gleich da ist rein sterben. Genau so saß der erste Utaro. Hm, wow. Ist aber, oh, Leute, wir müssen das kurz angucken. Ja. Oh, guckt euch mal, Alter, diese Aussicht, warte mal. Alter, also wirklich, boah. Das ist schon cool. Oh, soll er weiter machen? Ja, schließen. Ich wollte doch nur mal kurz gucken. So, Entschuldigung, aber... Oh, guckt euch das an. Das ist so geil. Was für eine geile Aussicht. Blumen zu Farbe zermalen. Das hat Calais wohl als Teil ihres Rituals getan. Ich sollte mich umsehen. Mit dem Fokus finde ich heraus, was mit ihr passiert ist. 5, 4, 3, 2, 1, go. So, weiter geht's. Sorry, ich habe eben aus Versehen auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ja. So, weiter geht's. Untersucht den Sporn. Ja, das tun wir. Fußabdrücke. Der Suchtrupp war definitiv hier oben. Mhm. In diesem Gewirr finde ich Kallis Spuren nicht. Fuck. Ey, hätten die mich gleich losgeschickt, wäre es leichter. Naja. Hier ist vor kurzem ein Stück abgebrochen. Ich glaube noch immer nicht, dass sie von hier in den Fluss gefallen ist. Ich sollte mich weiter umsehen. Warte mal. Mal kurz runter. Geht auch gar nicht. Da unten. Nein! Was war das denn? Ich muss mich hier oben noch umsehen. Was ist Nein. denn mit Kali passiert? Warte, bevor die... Oh, scheiße. Ich wusste jetzt ja immer einen Hopser. Ich muss mich hier oben noch umsehen. Was ist denn mit Calais passiert? Gut. Jetzt hätte ich alles nochmal hochlaufen müssen. Der Suchtrupp war definitiv hier oben. In diesem Gewirr finde ich Calais Spuren nicht. Genau. Ich wusste jetzt ja immer runterspringt. Aber da ist doch gar kein Fluss. Hier ist vor kurzem also da hinten, Stück ja, aber... Ich glaube noch immer nicht, dass sie von hier in den Fluss gefallen ist. Das glaube ich irgendwie auch nicht. Ich sollte mich weiter umsehen. Das bezweifle ich. Oder wollte es jemand als einen ganz schlechten Unfall darstellen? Darstellen lassen? Hallo? An diesen Blütenblättern befindet sich etwas... Ist das die Farbe, die Calais trug? Hat wohl eine Spur hinterlassen. Zu schwach für die Suchmannschaft, aber mein Fokus kann etwas damit anfangen. Da ist die Farbspur. Sie führt wohl weg vom Rand der Klippe. Die Farbspur endet bei einem Haufen abgebrochener Äste. Sollte ich mir genauer ansehen.
Hier wurden vor kurzem Äste abgebrochen. Bei einem Handgemenge? Und hier, Schleifspuren. Sie führen wohl durch das Dickicht hier. Ich kann Ihnen mit dem Fokus folgen. Zwei Leichen? Eine muss Calais sein, aber wer ist die andere Frau? Die Abdrücke an ihrem Hals. Sie wurde erwürgt. Zumindest kann ich Bree die Tasche bringen. Der Mörder hat also versucht, Calais von der Klippe zu stoßen. Deshalb fand der Suchtrupp auch ihr Instrument unten am Fluss. Calais wehrte sich. Und wurde dann erwürgt. Und hierher gezerrt. Jetzt weiß ich zumindest, wie die Mörderin starb. Oh wow. Ah ja. Easy. War ein bisschen riskant, aber. Na gut, sie kann Alarm machen. So mit deinem Stealth-Anzug. Wow. Oh Gott. Fuck. Okay. Ein Freund. Das fehlte mir noch. Wo denn? Ah! Da weg mit ihm. Oh fuck. Sniper-Schuss. Hier diesmal. Diesmal echt kein Glück mit dem, ne? Mal sehen, was ich damit machen kann. Na? Okay. Ich hol mir besser die Samentasche der Mörderin. Dann Alter. Kann man sie identifizieren. Okay. Ein Vorrat für die Jagd. Es lief dieses Mal nicht ganz so gut. Für mich. Es war jetzt ein nicht so schöner Kampf irgendwie. Aber gut, die haben jetzt selten gekämpft, ne? Vielleicht wissen ja Fane und Kel in Reinklang, wem diese Tasche gehört. Ja. Auf diesem Weg stieg der erste Utaro den Berg hinunter. Der Pfad ist wohl größtenteils weggebrochen. Das ist jetzt eine Zielführung. Keine Ahnung. Ja.
Sehr schön drauf gelandet. Ja, die Zielführung, die macht manchmal ihre... Oh. Sorry, ja, ich habe eine komische Zielführung. Jetzt mein Reittier beschwert sich schon. Möge der Wind dich treiben. Sie sind auf dem Weg zum grünen Feld. Es ist lange her. Hast du darüber nachgedacht, was wir gesagt haben? Wir sollten uns. Was denkt ihr nach? Kinder, bleibt aus den Feldern raus! Wir alle betrauern Calais Tod. Aber wir müssen nach vorne schauen. Nein, nicht bevor ich von Aloy höre. Ihre Tasche. Du hast sie. Bree. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war Calais und auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Pirscher sie anfiel, wollte sie gerade Calais Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffte, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Die gehört Lina. Sie ist Kells Lehrling. Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Fragen wir doch Kell. Aber sie... Hey, du! Wo ist Kell? Sie ist durchs Osttor gegangen, vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind. Sie läuft weg von hier? Aber sie muss vor Gericht? Ich hol sie ein. Wohin muss ich? Da ist eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort... wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache und versuchen, dich einzuholen. Hey. Gut, machen wir. Aber ich würde sagen, wir machen es dann in der nächsten Aufnahme. Und irgendwie scheint es auch gerade irgendwie geruckelt zu haben. Deswegen würde ich sagen, sorry, falls es geholt hat. Ich habe keine Ahnung, ich habe eben, ging das kurz runter. Wir machen beim nächsten Mal weiter und dann gucken wir mal. Bis dann, euer Pölzer, ciao. Bis zum nächsten Mal. Da geht's dann weiter. Tschüssi. Ciao.